Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um Hoodies. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video, wie gesagt, soll es um das Thema Hoodies gehen. Ich habe hier im Hintergrund meine Hoodies, die ich aktuell gerne trage, mal rausgepackt bzw. alle zusammengesammelt. Wir gehen die einfach mal durch. Da ist auch einer bei, den ich relativ wenig trage und eine Marke ist besonders viel vertreten. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Hoodie. So, Hoodie Nummer 1, den ich hier habe, ist auch gleichzeitig mein teuerster Hoodie, den ich am Start habe. Fit blende ich euch immer hier kurz ein. Das ist ein Hoodie von Ami Paris. Ist sehr, sehr dick. Ob ich ihn empfehlen kann? Eigentlich schon. Vom Fit bzw. vom Material her ist er auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht, aber Preis ist auf jeden Fall sehr teuer. Die kosten um die 300 Euro. Das ist, finde ich, für einen Hoodie extrem viel Geld und kann man eigentlich auch vermeiden. Warum, weshalb oder wie, zeige ich euch im Laufe des Videos noch. Es gibt auch noch diverse andere Hoodies, die ich leider nicht am Start habe, die mit Sicherheit auch gleichwertig oder hochwertiger sind als die, die ich besitze. Aber das sind einfach meine und ich zeige euch genau, was ich an den Hoodies sehr, sehr cool finde. Bei dem Modell bin ich sehr zufrieden, vor allem mit der Qualität, aber auch vom Fit ist das ein sehr, sehr nicer Hoodie, weil er nicht zu lang geschnitten ist. Ich mag das nicht, wenn die Hoodies im Prinzip ja über die Hüfte, also ein bisschen mehr als die Hüfte können die schon sein, aber jetzt nicht zu lang sein müssen. Hat eine gute Länge auf meinen Oberkörper abgestimmt. Das ist natürlich immer Typsache. Der eine hat einen längeren Oberkörper, der andere einen kürzeren, der andere längere Beine, der andere kürzere Beine. Ist immer eine Sache, wie wenn das bei einem gut sitzt, muss das noch lange nicht der Fall sein, dass es bei jedem gut sitzt. Ich habe hier, in dem Fall habe ich eine Größe, weil ich muss selber nochmal reingucken. So, in dem Fall habe ich eine Größe L und ich hatte mir damals, glaube ich, sogar die Größe M bestellt und der hat mir vom Fit nicht so ganz zugesagt, deswegen habe ich da eigentlich eine Größe L gewählt. Normalerweise sind meine Sachen in Größe M, bei Hoodies kann man auch gut und gerne mal eine Größe größer nehmen, weil ein Hoodie soll ja im Prinzip gemütlich sein, das Ganze so ein bisschen auflockern, nicht allzu, ich sag mal, ja, schick. Natürlich kann man das auch relativ casual kombinieren, aber meine Hoodies, werdet ihr noch feststellen, sind alle eigentlich so die lässige, jetzt perfekt für den Herbst oder ich sag mal für Sommerabende oder ja, für den Winter sowieso, weil das kann man immer cool kombinieren und ja, im Moment bin ich wirklich im Hoodie-Hype und ich bin froh, wenn irgendwas Cooles Neues dazukommt. Kommen wir zu meinem, eigentlich mein Lieblingshoodie, muss ich sagen. Die Sachen sind auch teilweise nicht getragen, ungewaschen. Also man hat auch mal hier einen Fleck oder da einen Fleck. Ich sehe jetzt hier auch gerade, ist auch ein Fleck drauf. Und zwar ist das mein grau melierter Hoodie von Essentials. Fear of God Essentials, der ist vom letzten Jahr im Winter, kam der. Und ich habe den schon in meinen, ja, in meinen Grails. Quasi diese Klamotten hätte ich gerne euch schon gezeigt, dass ich den hier gerne noch mal in der Größe M hätte, weil es ist eine Größe S. Was den Hoodie so besonders macht, er hat eigentlich die perfekte Passform für das Ganze locker und lässig zu tragen, aber auch casual. Also man kann den Hoodie wirklich auch ganz cool casual mit einer Anzugshose, Chino etc., ein paar coolen, ganz einfachen Sneakern casual tragen, aber in dem Fall kann man den auch wirklich locker tragen. Er wirkt im Gegensatz zu den anderen Hoodies auf jeden Fall sehr cropped und das mag ich an der ganzen, an der Passform einfach. Die Ärmel sind gut, gute Länge, haben so ein ganz leichtes, sind so ganz leicht gesteckt unten am Handgelenk und ja, Farbe, sowieso eigentlich meine Lieblingsfarbe, dieses grau meliert. Ich mag das unheimlich gerne und ja, ist einfach der perfekte Hoodie für mich. Ich hoffe, ich habe noch lange was davon, dass ich den nicht irgendwie auftrage, aber ja, ist ein sehr, sehr nice Piece. So, dann kommen wir zu dem plakativsten Hoodie bei mir und zwar ist das mein Hoodie von Play Comme des Garçons. Ich muss sagen, fällt natürlich direkt ins Auge, hat hier dieses rote Herz drauf, aber auch in dem Fall, ich blende den Preis mal mir ein, würde ich sagen, ist das das Geld auf keinen Fall wert. Ich habe mir den damals mal gekauft in schwarz, ich hatte den mal in blau, den habe ich glaube ich auf Kleiderkreise, glaube ich, abgegeben, weil ich ihn einfach nie getragen habe. Und in Grau habe ich den meiner Frau geschenkt. Habe ich auch mal, wobei ich sagen muss, der Graue ist ein ganz anderes Material. Das ist mehr so, ich weiß nicht, Nylon oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, was den Hoodie ausmacht, ist natürlich ganz klar das Symbol. Man hat hier dieses rote Play Comme des Garçons Logo drauf. Für den einen oder anderen ist es auch gar nicht mehr modern, aber ja, irgendwie, ich mag das Logo. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag es einfach.
Er ist natürlich ein bisschen aufgetragen in der Modewelt, aber ja, nicht alles und jeder Alltag ist Mode. Dementsprechend, wenn man sowas gerne trägt und sowas feiert, kann man sowas immer gerne wieder anziehen. Wie gesagt, man muss nicht immer jeden Trend daherjagen oder sagen, hey, das tragen so viele, das möchte ich nicht mehr tragen. Und dementsprechend, trotzdem feiere ich diesen Hoodie. Was ich an dem Hoodie nicht mag, und jetzt kommen wir auch zu den negativen Dingen an diesem Hoodie, ist einfach, ja, Materialien und vom Fitting her. Ich habe hier auch eine Größe, bin mir ziemlich sicher, so eine Größe L und der fittet im Gegensatz zu den anderen Hoodies auf jeden Fall, ja, sagen wir bescheiden. Ist wirklich nicht sehr oversized geschnitten und das Material ist sehr, sehr dünn. Die Kapuze ist sehr labbrig, ich mag das auch, zeige ich euch gleich noch bei den anderen Hoodies, wenn die Kapuze eine gewisse Dicke hat, eine gewisse Steifigkeit. Mit Abstand der dickste Hoodie ist natürlich der von Ami Paris, aber die Essential-Varianten sind auf jeden Fall, auch sehr, sehr gut. Ja, in dem Fall hier diese Play-Com de Gasso, ihr seht das auch schon, das hängt so, ja, wie so ein nasser Sack einfach nur runter. Und das ist auf jeden Fall der Nachteil. Bei dem hier muss man sagen, das einzige Schöne an einem Hoodie ist eigentlich das Logo und dass das so ein bisschen Branding ist, dass so ein bisschen hervorsticht. Aber auch noch dezent ist, jetzt nicht so ein riesiges Herz auf der Brust oder sonstiges, alles noch ein bisschen dezent gehalten. Ist ein cooles Piece, nice to have, würde ich ihn nochmal kaufen? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe ihn in meinem Kleiderschrank und trotzdem weiß ich ihn zu schätzen und dementsprechend ist das hier, ja, der nächste Hoodie gewesen. So Leute, kommen wir zum nächsten Hoodie und der nächste Hoodie ist auch mal wieder und das werden die anderen zwei auch sein und ich zeige euch genau gleich, was ich daran also mag, sind die Fear of God Essentials Hoodies und die sind hier in der Größe M. Der hier ist in der Größe S und die haben für mich eigentlich den perfekten, lockeren Fit. Kapuze ist perfekt, wirkt so, wie soll man sagen, ist doppelwandig. Man hat hinten in der Kapuze keine Abtrennung drin, das feiere ich auch extrem, finde ich, sieht sehr, sehr hochwertig aus. In dem Fall hat er jetzt hier dieses Branding drauf, diese, Gummierung, diese Gummifolie, die da drauf gedruckt ist, Essentials drauf. Ich habe es auch in schwarz gewählt, weil ich, wie gesagt, nicht so der Fan davon bin, von diesem plakativen Ding. Aber vom Fitting her, ist der super cozy, super angenehm zu tragen und kann ich eigentlich jedem empfehlen. Wenn Essentials Sachen droppt, dann checkt das aus und seid auf jeden Fall am Start. Ansonsten hat er hier noch diese ähnliche Folie auch drauf geprintet. Wenn ihr seht, das sind die 2020er Varianten. Hier ist der von 2019, der hat das noch gestickt. Auf jeden Fall wesentlich nicer, die gestickten Varianten. Aber ja, da muss man natürlich irgendwo Geld einsparen. Ansonsten hat man hier in der Kapuze so ein kleines Gummipatch draufgenäht, Essentials. Ja, hinten ist er clean gehalten. Sehr nice und kann ich jedem nur empfehlen. Wie gesagt, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann kommen wir zu den zwei letzten Varianten. Und die zwei letzten Varianten ist eigentlich der identische Hoodie in einmal in beige und einmal in schwarz. Ich hänge den schwarzen mal einfach weg, weil wir jetzt genug schwarze hatten. Und der beige hier ist im Prinzip genau das Musterbeispiel, wie für mich ein Hoodie aussehen muss. Er hat ein minimales Branding, in dem Fall jetzt auch hier wieder hier am Ärmel und hinten in der Kapuze auch diese typische Essentials, Gummi-Dingster-Bumster. Nein, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber auf jeden Fall perfekter Fit, perfekte Kapuze eine sehr, sehr nice Farbe. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist so ein Beige, aber so ein ausgewaschenes Beige ist sehr, sehr nice. Leider gab es in dieser Kollektion, das sind die 2020-Varianten, kein Graumeliert, sonst hätte ich auch wieder einen Graumelierten versucht zu bekommen. Da muss man ja immer sehr, sehr schnell sein, weil die Sachen einfach ratzfatz, also innerhalb von 10 Minuten sind die Sachen einfach ausverkauft. Und wenn man da nicht wirklich direkt online ist und die warnen dann nicht so extrem vor, quasi jetzt kommen die Sachen raus, sondern man sieht das irgendwo, zack, die Sachen sind raus und dann muss man es einfach probieren. Und sogar beim Checkout hat man immer Probleme und den hier habe ich bei Essence gekauft und den schwarzen habe ich sogar selber bei Pexan. Und Pexan ist eigentlich die Hauptseite von Fear of God Essentials, wo die Sachen, ja, die Pexan ist so ein Shop in Amerika, ein günstiger Shop, so ein Skater-Shop oder ein Surf-Style-Shop, wo es sowas zu kaufen gibt. Und die hatten so die ersten Fear of God Essentials Sachen
am Start, also quasi exclusive, und dann wurden Premium-Shops mit reingenommen, wie Mr. Porter, Essence, Endclosing und weitere. Ich weiß jetzt nicht genau alle Shops, aber es gibt Fear of God Essentials auf jeden Fall in diversen Adressen. Ja, das ist die beige Variante und genauso ist die schwarze Variante. Sind einfach perfekt. Fit habe ich euch eingeblendet. Und ja, checkt auf jeden Fall meine Instagram-Story ab, denn wenn sowas kommt, versuche ich da immer so schnell wie möglich euch das reinzuballern in die Instagram-Story, sodass ihr da eure Pieces gegebenenfalls bekommt. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ich bin auch kein Fan von Bendel. Der einzige Hoodie, der jetzt noch Bendel dran hat, ist im Prinzip der hier von Comme des Garçons, Play Comme des Garçons. Die anderen Hoodies haben alle keine Bändel dran und die Fear of God Essentials Hoodies haben sogar niemals Bändel drin gehabt. Ich glaube, die anderen sogar auch nicht. Doch, der bei dem Ami Paris, den habe ich rausgemacht, den Bändel, hat mir einfach nicht gefallen. Und die anderen Varianten sind einfach komplett ohne Bändel. Das ist hier noch so angedeutet, aber da sind auch keine Löcher oder sonstiges. Finde ich sehr, sehr nice. Ich bin da nicht so der Fan von, wenn hier einfach so Sachen runterbaumeln. Natürlich kann man die Kapuze dann nicht zuziehen, eigentlich wofür sie gedacht ist, den Kopf zu schützen, Regen, Wind und Wetter, das Ganze so aufzusetzen. Aber mittlerweile ist das ja mehr so ein Styling-Piece, als wirklich jetzt dazu gedacht, bei Wind und Wetter sich eine Kapuze auf den Kopf zu setzen. Ja, das waren auf jeden Fall meine Hoodies, meine Hoodie-Rotation, würde ich fast schon sagen. Sind alle sehr, sehr nice. Wie gesagt, ich will keinen davon missen. Aber ich denke, im Laufe der Zeit, und ich habe das schon mehrfach in meinen Videos angedroht, beziehungsweise angeteasert, dass noch ein brauner Hoodie dazukommen soll. Ich hätte noch gerne noch einen weiteren graumelierten Hoodie. So, aber schwarze, denke ich mal, habe ich jetzt erstmal genug am Start, würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Mit einem guten Beige bin ich auch bedient. Wie gesagt, die Farben, die jetzt noch so fehlen, wäre auf jeden Fall braun und noch ein weiter graumelierter, weil ich einfach noch gerne einen hätte. So, keine Ahnung. Weil ich trage den schon sehr, sehr häufig und dann kommt er wieder in die Wäsche. Keine Ahnung, vielleicht kennt das der eine oder andere. Wenn man ein cooles Piece hat, möchte man das gerne öfters tragen. Und wenn es dreckig ist, dann geht das halt nicht. Und dementsprechend hätte ich halt gerne einfach noch eine graumelierte Variante. So, lasst mich gerne eure Favorite Hoodies unten in den Kommentaren wissen, welche Marke ich mal abchecken soll. Wir können das gerne mal testen, schreibt mal gerne unten rein. Dann besorge ich die Sachen mal, wenn möglich, und wir gucken uns das Ganze mal zusammen an. Wie gesagt, das sind jetzt meine Favorite Hoodies. Brauner wäre noch sehr, sehr nice. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wo ich einen coolen braunen Hoodie herbekomme. Der bei LFDY, den gibt es aktuell leider nicht mehr im Online-Shop. Das war ja meine letzte Idee, den von Uniqlo und H&M hat mir leider gar nicht gefallen. Und ja, schauen wir mal. Ja, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute.